B. Da gibt's nichts. Aber hier gibt's eine lustige Tür. So. Da unten gibt's auch noch eine Tür. Aber mich interessiert jetzt erstmal die Tür. Da können wir ja jederzeit wieder zurück, falls es doch nicht passt. So. Okay, was haben wir denn da? Wir haben irgendwelche Rätsel mit den Würfeln. Was passiert, wenn ich den da runterschubs? Ist das mein Reset-Mechanismus? Ja, runterschubsen ist der Reset-Mechanismus. So, den möchte ich da eigentlich noch nicht runter. So, dann schubsel ich den mal dahin. Da hoch komme ich nicht. Gibt's da irgendwas? Gibt's hier eigentlich noch einen? So, den schiebe ich mal dahin. Was bedeutet das? Tetris? Ich erinnere mich nicht. Okay, hier gibt's auch noch welche. Das ist nämlich eigentlich der Clou bei der ganzen Geschichte, dass ich die hier ja auch noch orientieren muss. So. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich das sinnvoll mache, dass die alle gut ausgerichtet sind. Ich glaube, dafür bin ich noch gar nicht bereit. Ich denke schon, dass ich einzelne Formen machen muss, die hier oben auf dieser Liste stehen. Aber ich bin gerade irgendwie nicht in der Stimmung und auch nicht in der Laune und auch nicht in der Verfassung, da jetzt groß rumzurätseln. Ich will jetzt eigentlich nur ganz einfaches Jump'n'Run machen. Und zwar relativ einfaches. Deswegen hauen wir wieder ab und gehen durch die untere Tür. Genau, wir laufen jetzt einfach Patsch. Oh. Na komm, Patsch. Patsch. Putsch. Dann gehen wir mal einfach durch diese Tür. Dann kommen wir ja da hinten vermutlich raus, da hinten oben. Beziehungsweise hier. Gut, gehen wir mal dahin und dahin und dahin. Da unten ist noch eine Tür. Und dann sagen wir mal B. Hä? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ist doch in Ordnung, musst du doch auch gar nicht. So, wir schauen mal, ob es hier noch mehr gibt oder ob diese Tür die einzige ist. Nee, die Tür scheint die einzige zu sein. Dann gehen wir doch mal durch diese Tür. So, ich muss mal schauen, wie lange ich schon aufnehme. Auch gar nicht so lang. Okay, ich komme schon wieder hier unten raus. Dann schon. Oh, das ist schon wieder ein völlig neuer Bereich. Den da hinten haben wir geschafft. Aber das hier ist wieder ein völlig neuer Bereich. So wie das für mich aussieht. Okay. Dann würde ich doch mal hier hochgehen. Genau.
dann schauen wir uns hier doch mal um. Ui. Die werden größer, oder? Ich habe fast den Eindruck, dass die größer werden. Wunderbar, auf jeden Fall haben wir wieder einen vollen Würfel. Du hast 8 Würfel gefunden. Gehen wir dorthin zurück, wo all die Türen sind. Erstmal nicht. Erstmal will ich da drüben nämlich auch noch den anderen haben. Okay, da wollte ich eigentlich nicht hin. Wie komme ich denn da jetzt am sinnvollsten hin? Ich denke, ich lasse mich hier runterfallen. Ich lasse mich hier runterfallen. Ich gehe hier hin. Gehe da hin. Oh. Das war die... Oh, das war auch die falsche Drehung. Dann gehe ich hier hoch. Da hoch. Und da hoch. So, dann gehe ich hier wieder zurück. Und hier runter. Gehe hier rüber. Ah, shit. Hier runter. Ja, wunderbar. So, dann können wir da unten wieder raus. Und dann schaue ich mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Das sieht nicht so aus. Gut, dann verschwinden wir hier wieder. Dann müsste ich ja hier in diesem Raum mit der Verbindung... Ja, wir können ja mal... Wir können ja nochmal da reingehen. Und schauen, ob wir jetzt in dem Raum alles haben. Ja, in dem Raum haben wir alles. Das ist toll. Dann können wir wieder zurückgehen. Und dann geht ja als nächster der Raum weg. Na komm schon, weg da. Hopp, hier durch diese Tür. Da müssten wir dann ja jetzt in diesen Raum kommen, genau. Dann kann ich hier mal schauen. Und dann haben wir da auch schon alles. Wunderbar, und dann verlassen wir diesen Raum. Dann haben wir da auch schon alles auf der Ebene. Das heißt, wir können noch einen höher gehen. Und dann versuchen, da unsere Probleme zu lösen. Hier also. Und da auch noch. Gut, dann gehen wir da rein. Dann schauen wir mal, wo wir da jetzt sind. Da sind wir jetzt. Da haben wir noch nicht alles. Da ist dieser Tetris-Stein. Okay, ich weiß aber nicht, was ich jetzt hier tun oder können sollte. Da haben wir noch nicht alles. Ich zoome mal ein bisschen ran. So, da gibt es auf jeden Fall noch etwas zu holen. Etwas Geheimes auf jeden Fall. Zack, zack. Hm. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wo. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, nun gut, da gibt es noch was zu holen.
Wir hauen jetzt aber erstmal ab. Trotzdem. Trotz, dass es da noch etwas zu holen gibt. Und rennen mal hier rein. Genau. Da müssten wir ja irgendwo... Hä? Ich frage mich, was das bedeutet. Das ist doch ein QR-Code, oder nicht? Ein QR-Code. Bei dem frage ich mich auch, was der bedeuten soll. So. Wir gehen auf jeden Fall wieder ein Stück weiter hoch. Ich habe hier gerade den Modus von meinem Controller ein bisschen ausschalten müssen. So, können wir hier hüpfen? Nein. So, dann können wir hier schön hochklettern. Finden wir hier irgendwelche Türen? Ja. So, da gibt es noch eine hübsche Tür. Gibt es da hinten eigentlich Türen? Mit Sicherheit. So, wie ich das Zeug alles kenne, garantiert. Aber ich komme da nicht mehr hoch, ne? Wenn ich da jetzt runtergehe. Ich will bloß mal kurz gucken. Genau, da ist nämlich noch eine hübsche Tür. Aber wenn ich da jetzt runtergehe, dann komme ich da nicht mehr hoch. Aber es ist egal. Die Tür müssen wir ja eh mitnehmen, früher oder später. Irgendwann später müssen wir da ja dann wieder zurückkommen. Und ich werde null Orientierung haben, wo wir dann jeweils hinkommen und wo wir hinkommen müssen. Ah. Gut, da gibt es jetzt hier also ganz viele große Türen. Ganz, ganz viele große Türen. Da ist die nächste Tür. So, aber wir hüpfen jetzt quasi dahin. Oh. 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 Also, zack. Nein. Zack. Nein. Wir drehen uns mal um. Vielleicht geht es so um hier einfacher. Zack. Nein! Also nicht wirklich. Zack. Sag mal! Wie bescheuert muss man eigentlich sein? Wieso klappt das nicht? Zack. Zack und zack. Kann ich mich hier noch ein bisschen umgucken? Okay, da geht's weiter hoch. Wir gehen jetzt aber erstmal in diese Tür. Einfach weil ich gerne... irgendwie habe ich ein Faible dafür, neue Türen zu öffnen und immer tiefer in diese Dinger zu laufen. Statt einfach nur irgendwo mal fertig zu machen. Oh. Das ist ja auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ah, warte mal. Zip. Zip. Hey. Pfiffig. Kui, das war aber knapp gerade. So. Kann ich hier hin? Auch nicht schlecht. So, komme ich da oben irgendwie rauf? Ja, wahrscheinlich, indem ich mich drehe. So, das eine ist der da. Ah, puh. Aber fast. Oh, das ist auch eine Möglichkeit. So, hier jetzt.